Hallihallo, Hallöle. Da will ein Krankenwagen durch. Ich bin hier auf dem Spot, der, ich glaube, ursprünglich von Eowyn Fishing ist. Auf großmauligen Büffelfisch. Und ich glaube, ich habe mich ein wenig übernommen. Mit dem Vorhaben. Der Cycling und der Zero 87 sind sich hier schon die ganze Zeit am Bekriegen, was diesen großmäuligen Büffelfisch angeht. Cycling hat wohl hier angefangen und versucht, die Trophy zu kriegen. Und Zero 87 hat sie hier direkt zweimal schon gezogen. Es wurden Freundschaften aufgekündigt, Grenzen geschlossen, Kriege angefangen. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt guckst du dir das auch mal an. Für unsere Community. Nicht jeder kennt Eowyn Fishing, denke ich mal. Und schaut dessen Videos. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich auch mal eins. Wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich wie der Kamerad, weil das in einen Carp Fishing Bereich geht, den ich ja normalerweise nur mit, na, muss ich dich an Land ziehen, du Lümmel, oder was? Karpfen fische ich ja normalerweise nur mit Stippe. Finde ich um einiges einfacher als mit der Rollmontage, bin ich ganz ehrlich. Und außerdem braucht man hier wieder so ein Gedöns, womit ich ja mal gar nicht um kann. PVA-Netz. Kann ich fischen, kann ich aber nicht herstellen, muss ich zum Automaten rennen. Dreimal war ich da, weil ich zweimal, beim ersten Mal habe ich Maismehl vergessen. Und beim zweiten Mal habe ich anstatt Grill ozeanischen Grill genommen. War nicht so gut. Passierte hier mal überhaupt nichts. Fehlt nur eine Komponente, Sabbat. Passiert nichts. Oder ist eine Komponente falsch im PVA-Netz, dann war es das. Ja, großmäuliger Büffelfisch. Wie gesagt, habe ich sonst auf der Stippe. Und dieser Spot hier ist eigentlich vielleicht doch auch für den großmäuligen Büffelfisch bekannt. Ingo Dingo hat hier schon gestanden und drauf gefischt. Und Underwater Frank hat hier damals auch Silberkarpfen mit Weißkohlblatt und Seealge gefischt und hatte hier auch mal einen Spot-Test gemacht mit einer Feeder, einer Karpfenrute und einer Stippe. Da hat es ihm beinahe noch die Stippe zerlegt damals, weil da ist ihm ein Silberkarpfen reingeknallt, der war da ein bisschen größer. Und die machen ja ein bisschen Bambule an die Schnur. So, ich werde mal den Kameraden hier noch reinholen und dann gucken wir uns mal genau an, wo wir hier stehen. Ich meine, man sieht es ja auch unten schon, 126, 133. Das ist normalerweise tatsächlich der Spot hier, wo ich da in diesem Dreieck immer auf Stichling stippe. Also diesen Spot kenne ich sehr wohl, bloß nicht für diese Art von Fischen gerade. Und wenn, stehe ich hier, wie gesagt, mit der Stippe, aber da kriegen wir diese lustige Kombination nicht ran, die hier an eine Karpfenrute unten dran baumelt. Ich habe gesehen, ab und an geht den Kameraden auch mal ein Schuppenkarpfen auf die Schnur. Ja, genau. Oder mal ein weißer Amur. Der mag das wohl auch ganz gerne. Grill und so ein Gedöns. So, wenn er dann fertig ist mit Zubbeln hier. Ich habe die Bremse wahrscheinlich wieder vergessen runterzustellen. Schauen wir jetzt mal nochmal im Quadrat. Ne? Ihr wisst ja, wer gerne im Quadrat rechnet. Das ist G4. Hier am Feuerwehrlöschteich, so wie ich diese Rückhaltebecken ja gerne nenne. So, jetzt darfst du abziehen. Oder 126, 133, 21 Meter Clip. Ein Potpourri des Wahnsinns muss hier auf die Schnüre, damit die Kameraden einlaufen. Gucken wir uns gleich an. Jetzt zuppelt er wieder wie blöd. Das ist bestimmt ein Rotauge oder so. Ja.
Ist fast nicht nervig. Gut, schauen wir rein. Also ich habe nicht das Equip wie 087. Der steht hier mit, glaube ich, 36 Kilo. Da kriege ich noch nicht hin. Ja, ich habe einen 27,2 Kilo Lead Core drauf. Muss ja hier irgendwie immer weiter abgehen. 27,1 geflochtene Schnur. Wiedervorfach habe ich mir selbst geknotet auf die Schnelle. Irgendwie Risik 2 Haken. Und dann geht's los hier mit Süßwassergrill 25 Old. Also Lachs 20. Dann würziger Lachs als Dip. Und dann haben wir das PVA-Netz, wofür ich 3 Anläufe gebraucht habe, weil ich beim ersten Mal Maismehl vergessen habe, beim zweiten Mal Ozean Grill Feed Pellets genommen habe. Und da passiert hier, wie gesagt, mal gar nichts. So, Lachs Thunfisch 3, Lachs Thunfisch 6, roter Grill 8 und Grill Feed 12 und Aroma Lachs. Das muss da rein in dieses lustige 20 Gramm Netz. Und dann 21 Meter Clip und hoffen, dass man hier nicht so ein ewig Zuppler an der Schnur bekommt. 4 Minuten stehe ich hier, 2 großmäulige Büffelfische, 15 Kilo ist Trophy, sind wir gar nicht so weit von weg. Mir fehlt die Trophy tatsächlich. Und der Schuppenkarpfen spielt einen auch ein wenig Silber zurück in der Tasche, so dass man sich nicht ärgert, Gold ausgegeben zu haben für diese PVA-Netze, die ich wahrscheinlich nie wieder nutzen werde. Aber ich habe sie. So ist es nämlich. Wir schauen mal rein in die Trophäen hier an der Achtuba. Und irgendwo muss er doch sein. Oder nicht? Doch, da ist er doch. Meine Güte. Klar, G. Natürlich. Finde ich schlecht unter Z oder so. Um den Kameraden geht es hier. Den versuche ich jetzt mal zu fischen, solange das hier noch geht. Ah, hast du dich entschieden? Schön. Spulst mich auch komplett ab, du Kasper, ne? Solange er hier noch läuft, werde ich ihn hier versuchen. Ist das die Beluga Natura? Ich glaube, ja. Das mit die stärkste Rollmontage, die ich so habe. Ich bin ja gerade dabei, eine neue zusammenzuangeln auf Befehl oder Anraten vom Bibo-Fischen. Die kostet aber mal eben... Ah, das ist immer viel. 22 kostet bestimmt schon eine vernünftige Rollmontage, die er mir da rausgesucht hat. Ist aber nach oben keine Grenzen gesetzt, ne? Wenn ich mir angucke, was jetzt diese elektrischen Rollen da kosten. Digga, wie lange willst du denn da? Das, nee. Boah, ich will gar nicht wissen, was die in der Reparatur kosten. Diese Elektroteile. Da bleibe ich lieber beim Süßwasser. Ja, und ärgere mich da schon, dass ich 33.000 Silber für eine Spule ausgeben soll. Aber sie ist es halt wert, ne? Und man hat seine Ruhe. Darüber brauchen wir auch nicht reden. So, was ist nun hier? Ja, ja, ich muss noch den anderen. Ja, 60 PVA-Netze habe ich. Es wären mal mehr gewesen. Aber wie gesagt, die anderen, die ich habe, die kann ich nutzen im Winter, um den Gehweg zu streuen, glaube ich. Für mehr sind die nicht mehr zu gebrauchen. Bin mal gespannt, wann ich den ersten nervigen weißen Amur hier auf die Schnur bekomme. Wie gesagt, kenne das normalerweise, fische ich Karpfen und so ein Tüdelkram, alles auf den schweren Stippen. Das geht um einiges schneller und leichter. In meinen Augen, für mich. Hier mit diesen Stöckern stehe ich eigentlich auf Zander, Hecht und all so ein Gedöns. Aber wenn es lübt, dann lübt es und dann sollt ihr das auch sehen, wie, wo, was und warum. Ja, erinnert mich ein bisschen an den Welsdrill gerade. Der war auch nicht geil.
Wie gesagt, das ist, glaube ich, die Beluga. Rollmontage hier. Und die ist schon fast zu. Und der eben hatte schon 10 Kilo. Der Büffelfisch. Dann muss der hier ja, wenn es ein Büffelfisch ist, und ich ihn rausbekomme, ohne dass er ausschlitzt, weil er doch extrem schlägt gerade. 11 Kilo an. Ja, Wetter ist perfekt. Man kennt es. Man geht los, die Sonne scheint. PVA-Netz ist falsch. Man fliegt wieder ab. Ich muss ja die Automaten nutzen. Selbst herstellen kann ich sie noch nicht. Kommt wieder, die Sonne scheint immer noch. Man stellt fest, es ist immer noch falsch. Man hebt wieder ab, kommt wieder, es fängt an zu regnen. Natürlich. So, jetzt zeig dich mal, du Lümmel. Sehen tue ich ihn schon ein bisschen. Geh mal entgegen. Wir sind ja höflich. Ja. Ich habe mich noch gefragt, wann bekommst du den ersten weißen Amur auf der Schnur? 12 Kilo. Ist mir die Stimme tatsächlich leichter. Ohne Witz. Aber gut. Nehmen wir auch. Eins, zwei, drei, vier. Viermal PVA ist schon drin. Zweimal liegt noch sechs. Na gut, warten wir auf den nächsten Einsteiger. Ja, anscheinend auch wieder mit dem Falschen angelegt hier. Die Bremse ist zu. Gehe nicht davon aus, dass es ein Wels ist. Aber bin schon einmal um diesen ollen Feuerwehrlöschteich rum. Ich denke mal, das ist ein fetter, weißer Amur. Dafür ist die HSV, auch wenn sie gepimpt ist, nicht so wirklich ausgelegt. Auf die dicken weißen Amure. Manch einer wird jetzt sagen, wenn ich den gleich raus habe, so wahrscheinlich so ein 16 Kilo Tier oder so, kein dicker weißer Amur. Hör mal. Ah. Für meine Rollmontage schon. Tja, ich wollte mir gerade einen Kaffee kochen. Essig, Sabbat, auch nichts. Ganz langsam. Jetzt will das noch mal wissen. Das waren nicht die Angelklingeln. Jemine. Das war genau wieder mein Humor. Genau auf sowas habe ich. Es gibt ja Leute, die haben da echt Bock drauf, ja. Ich bin übrigens nicht so einer.
Nee, das ist ein Wilder. Nee, doch ein weißer Amur. 20 Kilo, ey. Klein mir Amors. Das hat mal Spaß gebracht. Nicht. Na gut. Aber rausbekommen, den Kasper. Knapp 20 Kilo. Eine Rute muss ich schon rauslassen. Da hatte ich gerade noch einen kleinen Büffelfisch drauf. Na gut. Soweit. Egal. Darfst du wieder raus? Zu kurz. Auch egal. Hier wird nichts drauf sitzen. Die hat mich schon längst angeschrien. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal geguckt. So silbermäßig ist der Büffelfisch. Der zaubert einen ein müdes Lächeln ins Gesicht, wenn ich ehrlich bin. Interessant sind diese Tiere dann wirklich erst ab 10 Kilo. Dann bringen sie so 24, 25 Silber. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, das bringt dieser 12 Kilo weiße Amur auch. Der wird ein bisschen mehr bringen hier. Ja, und das ist dann so 6 Silberbereich hier oder so. Die etwas kleineren. Ach man. Es ist und bleibt ein Graus mit den Fensterwechseln. Vor allen Dingen hat man die Klingeln gar nicht gehört. Ja, ja, ja. Und die Großen steigen immer auf der HSV ein und die Beluga kriegt immer die 2-Kilo-Tiere. Völlig normal. Dazu muss man sagen, dass der Büffelfisch jetzt nicht. Ja, ist. Sag mal, ein Schuppenkarpfen kämpft mehr. Als so ein Büffelfisch. Den bekommt man leichter rein als so ein Schuppi in gleicher Größe. Oh, siehst du wohl. Bremse auf 10. Dass der sich austoben kann, ist ja klar. Ach, das ist wieder ein Amur. Denke ich mal. Marmorkarpfen auch. Rangegangen, einer bis jetzt. Silberkarpfen noch gar nicht. Die hat man hier auch bekommen damals. Wie gesagt, Underwater Frank hat hier mal einen Test gemacht mit Weißkohlblatt und Seealge, hat allerdings darauf auch ziemlich häufig den weißen Amur bekommen. Aber das weiß man hier am Feuerwehrlöschteich, dass der weiße Amur hier sein Revier hat. Deswegen mit einer 7 Kilo Ausrüstung braucht man hier gar nicht anfangen. Ich bin schon eigentlich zu leicht unterwegs mit meinen HSV-Rollen hier, auch wenn sie auf, ich glaube, 17 Kilo oder 19 Kilo gepimpt sind. Das ist schon fast zu wenig. Aber man bekommt sie aus dem Wasser. Es ist halt immer die Frage, mit was für ein Aufwand, ne? Na, zeig dich doch endlich.
Was bist du denn? Kann es ja nur ein Amur sein. Also ich muss die Bremse schon fast zuknallen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Ja, was für ein Penner. Ausgeschlitzt. Auf den letzten Meters. Sah aber aus wie ein Schuppi. Na gut. Next, please. Aber nicht so eine 20 Kilo Amure, bitte. Und wenn, dann bitte auch noch größer. Dann kämpfe ich halt eine Stunde und dann habe ich die Trophy. Dann bin ich auch zufrieden. So, schauen wir mal kurz rein. Genau eine Stunde hier. Wir haben großmaulige Büffelfische. 8 Stück. Von bis. Also von 10 bis 3 Kilo, 2 Zehner, 2 knapp 6er, ein 7er. Also schon okay, ist ganz ordentlich. Ein kleiner Marmorkarpfen. Schuppis 2, einer ist mir abgehauen, der Lümmel. Einen dicken weißen Amur, einen normalen mittleren weißen Amur, auch schick. 2 Wildkarpfen. Ja, das so. 15 Tiere in einer Stunde. Auf diese PVA-Geschichte. Ich habe die mal kurzzeitig runtergenommen. Kann sie aber auch bald wieder aufnehmen. Oder ich lasse es erstmal bleiben. Weil das ist ja auch eigentlich eine Futtermische, die dann da direkt am Platz sich auflöst. Und hat ja auch eine Werkdauer. Ich glaube 16 Stunden oder so. Und man muss ja nicht Gefahr laufen, den Fott zu über, den Fott zu überspüttern. Genau, den Spot zu überfüttern. So rum. Heute ist Umgedrehtheitstag, Kinders. Der nächste Großmäulige, das ist zu viel. Ich vergesse das auch immer wieder. Habe ich jetzt meinen Kaffee schon wieder vergessen? Kommt der Hacke. Na gut, Stunde 9. Büffelfische. Ich mache mir mal schnell einen Kaffee. So, na gut. Ja. Der Krieg der Büffelfische. Man könnte auch sagen, die Büffelherde zieht durch die Achtuva und bringt die Leute ein wenig durcheinander. Ja, 087 hat hier 2 Trophy-Büffelfische gezogen von jeweils irgendwas über 15 Kilo. Ein paar gehackte, also gerade so noch mit drüber. Cyclin ist da wohl noch bei. Ich habe es versucht. Werde hier auch noch länger stehen bleiben, aber das sollte es erstmal gewesen sein und ausreichend sein für euch. Um zu wissen, wo ihr jetzt gerade den großmauligen Büffelfisch bekommt. Ab und zu eigentlich dieser Spot taucht immer mal wieder auf. Ingo Dingo Gaming hat ihn gebracht, Underwater Frank hat ihn gebracht, Firearm TV und halt Eowyn Fischen. Jetzt mal wieder. Ist mir aber persönlich gar nicht so aufgefallen, habe ich nicht drauf geachtet. Nur Zero hatte mich wieder im
Discord angeschrieben und mir so die Montage und dit und dat und jenes und sagte dann halt, dass der von Eowyn Fishing ist. Dieser Spot. Also falls ihr den nicht kennt, Eowyn Fishing, einfach mal nachgucken. Abonnieren. Der bringt nämlich ab und zu auch richtig, richtig gute, eigentlich bringt er immer richtig gute Spots raus, nicht nur ab und zu, immer. Ja. Der macht nicht so viele Tests wie ich. Der bringt sie einfach raus. Ja, Kinders, was soll ich sagen? Auf dem Büffel fertig los? Oder sowas in der Richtung? Wird mir jetzt einfallen. Wetter ist gut. Schnappt euch eure Routen mit besseren Montagen, als ich sie habe. Wollen wir noch mal reinschauen? In das PVA und so? Also erstmal Süßwassergrill 25. Ja, wir angeln mit Pellet und sinkendem Boilie. Old Lachs, also Old Paul Lachs 20. Dann haben wir würziger Lachs als Dip. Und dann haben wir dieses vermaledeite, zum dritten Mal angelaufene PVA-Netz mit Maismehl. 3er, 6er Feed Pellets vom Thunfisch und Lachs oder Lachs und Thunfisch. Roter Grill 8 Pellets. Grill Pellets 12. Feed Pellets 12. Und Aroma Lachs. Roter Grill Pellets und darunter wichtig, Grill-Feed-Pellets nicht, ozeanische Grill-Feed-Pellets nicht, malaysianische Bergkamm-Grill-Pellets und wie sie nicht alle heißen, nur Grill-Feed-Pellets. Ansonsten habt ihr hier keinen Spaß. Riesig 2 Haken habe ich genommen auf Anraten von 087. Könnt wahrscheinlich auch ein riesig 1 Haken nehmen oder ein groß 1 Haken. Ich habe halt jetzt das genommen, was er mir gesagt hat. Und sie sind ja eingelaufen. Allerdings auch ein großer Amur. Tat jetzt nicht Not. Vielleicht habt ihr eine bessere Montage oder eine bessere Rollaufnahme. Das ist die beste, die ich habe hier mit 19,6 Kilo. Und da komme ich schon an meine Grenzen. Das hat man gesehen. Alleine bei den Amur und so. Das bringt dann auch keinen Spaß, wenn man hier länger drillt, als man Fisch fängt. Auch nicht so geil. Trotzdem hier bleiben. Ich habe ja jetzt diese ollen PVA-Netze, die müssen weg. Und vielleicht habe ich ja Glück, irgendeiner erbarmt sich und ich kann das Thema Büffelfisch hier noch abschließen. Und wenn ich dafür eine Stunde drill, das ist mir dann auch egal. Wir holen gleich mal die Routen raus, dann gehen wir mal zum Café, dann zeige ich euch mal, was diese Büffelfische an Silber bringen. Also wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt hierher gehen, angelt hier Büffelfisch 5-6 Kilo und werdet reich, dann muss ich euch leider enttäuschen, das ist nicht der Fall. Da ist wieder so ein ekelhafter Schuppi. Ja, PVA-Netz habe ich jetzt wieder rauf gemacht. Auf eine Route. Aha, deshalb dauert das so ewig. So, dann gucken wir mal beim Café vorbei. Bis gleich. Ja, ab und zu findet ihr den Kameraden großmäuliger Büffelfisch hier im Café. Heute allerdings nicht. Ist er nicht drin? Dann ist das so, ne? Amur auch nicht. So, schauen wir mal rein. Der Schuppi. Vom Preis her. Ja, 7 Kilo. Gibt schon 14 Silber. Das schafft der andere Kamerad nicht. 5 Kilo, 10 Silber. Und wenn wir jetzt den Amur mal angucken, 37 Silber, 24 Silber. Das ist okay, das ist ja auch okay. Wildkarpfen ist natürlich ein bisschen was anderes als ein Schuppenkarpfen. Gibt natürlich auch mehr Silber, so ein 3 Kilo Tier. Marmorkarpfen, 12 Silber, großmäuliger Büffelfisch. Und jetzt wird es interessant, ab 10 Kilo bringen sie dann auch mal Silber. Vernünftiges. So. Und mit 4 Kilo und so seid ihr bei 11 Silber. Aber diese ganzen kleinen hier,
Das ist halt nicht viel Silber, es sei denn, ihr bekommt sie auf Frequenz und eine Menge dran. 144 Silber. An und für sich, oder ich behaupte mal, immer ab 10 Silber wird für mich ein Fisch eigentlich interessant. In dem Fall dann ab 4 Kilo wird der großmäulige Büffelfisch interessant für Silberfischen. Ab 10 Kilo natürlich noch interessanter. Ja, alle Fische, alles in ein, 272 Silber in einer Stunde 16 Minuten. 272 Silber in einer Stunde 16 Minuten. Das ist okay. Wäre jetzt ein Kaffeeauftrag dabei gewesen, hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr abgegriffen, aber so kann ich damit leben. Und wie gesagt, mit Chance geht euch jetzt zurzeit da auch die Trophy drauf. Und ihr könnt dieses Thema da abbacken. Bauen die hier? Ach nee, sah aus wie ein Gerüst. Na? Dann könnt ihr euch noch eine Melone mitnehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Na? Oder hier so eine eiskalte Limo ziehen. Nein, Spaß beiseite, Kinders. Guckt euch den Spot an. Wie gesagt, der ist von Eowin, der ist aber auch schon ein bisschen älter jetzt, 2-3 Tage oder so. Ich habe mich dazu heute überreden, durchgerungen lassen werden können, mir mal mit PVA-Netz, was ich ja selbst nicht herstellen kann, muss ich mir teuer erkaufen, diesen Spot zu testen und auf karpfenähnliche Tiere zu fischen mit einer, ja, Karpfenrute, wofür sie eigentlich gedacht ist, was ich sonst normalerweise mit der Stippe mache. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was ich jetzt als nächstes mache. Ich gehe da gleich nochmal hin. Allerdings mit der klassischen Haarmontage, Hose. Dann habe ich zwar die ganze andere Gedöns da nicht, hier, ne? Da Lachs, Grill, Pellet, Grillbuffet. Aber die, sag mal schnell, ich habe es mir aufgeschrieben, Süßwassergrill 25 und Lachs 20 kriege ich auch noch auf den Haken. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Büffelfisch, der Olle, nicht auch auf die Pose steigt. Dafür muss ich aber auf meinen Stipper. Denn der hat die schweren Stippen. Der hier hat keine. Also, bleibt stabil, haltet euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ah, okay.